Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu die Sims 4 Hunde und Katzen, die Cat Lady Challenge. Genau, so lauf doch mal nicht weg. So, meine Lieben, ja, gestern ist ja leider alles ausgefallen an Sims Parts. Das tut mir auch sehr leid. Ich werde euch jetzt mal eben auch erzählen, dass es im Moment jetzt ein bisschen weniger Sims gibt, allerdings nicht für lange, hoffentlich. Und zwar ist nämlich Folgendes: Ich fahre morgen weg. Das heißt, ich bin morgen bis zum Wochenende, morgen bis Sonntag, also von Freitag bis Sonntag, bin ich nicht zu Hause. Und ich plane derweil auch noch einen, ja, Adventskalender auf meinem Kanal, sprich die Vorweihnachtszeit oder die Adventszeit fängt ja bald an und ihr kennt mich da ja, ich bin eigentlich immer sehr, sehr weihnachtlich drauf, das heißt, ich versuche dann auch wirklich immer sehr viel zu machen. Oh, Malu, bist du mir gefolgt? Also ich versuche dann auch immer sehr viele schöne Sachen zu machen in der Weihnachtszeit, wie zum Beispiel halt das, was wir immer machen, diese Christmas Story zum Beispiel, wird es natürlich dieses Jahr wieder geben. Dann wird es noch ein anderes Weihnachtsprojekt geben und diesmal plane ich auch wieder einen Adventskalender zu machen. Und das bedarf natürlich einiges an Vorbereitungszeit und da ich auch noch so unglaublich spät damit angefangen habe mit den Vorbereitungen, muss ich da echt ein bisschen Gas geben und deswegen hinkt Sims jetzt im Moment so ein bisschen hinterher. Deswegen wird es jetzt erstmal nicht jeden Tag die Cat Lady und die Dog Boy Challenge geben, sondern es gibt jetzt erstmal bis Sonntag auf jeden Fall erstmal nur abwechselnd die Cat Lady und die Dog Boy Challenge. Sprich, morgen käme dann halt Dog Boy und übermorgen dann wieder Cat Lady und am Sonntag dann nochmal Dog Boy, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und ich hoffe, dass ich dann am Montag die Zeit finde, das alles wieder so zu machen, wie es vorher halt auch war. Sprich, dass halt am selben Tag Dog Boy und Cat Lady Challenge kommt, weil das würde mir nämlich auch eher zusagen, wenn das so wäre, als wenn ich das immer getrennt voneinander mache. So, ja, so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Die Infos habt ihr jetzt. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf den Adventskalender. Also ich lege mich da wirklich ins Zeug für euch. Ich habe wieder ganz viele tolle Sachen gemacht, beziehungsweise bin ich noch am Machen. Wie gesagt, ich muss das noch alles vorbereiten. Ich habe aber auch ein paar, das kann ich euch ja schon mal erzählen, einige Gewinnspiele in dem Kalender mit richtig coolen Sachen, die ihr da gewinnen könnt. Also ihr solltet meinen Adventskalender auf gar keinen Fall verpassen und freut euch auf jeden Fall drauf. Das wird richtig, richtig cool. Und ja, ansonsten habe ich noch andere Sachen, die ich machen muss oder sollte. Ich glaube, das habe ich gerade angeklickt, ne? Zum Beispiel wird es dann jetzt bald noch ein neues Projekt geben. Mal wieder ein neues Let's Play-Projekt. Gab es ja jetzt auch schon länger nicht mehr, sonst habe ich ja immer gestreamt. Die Streams fallen zurzeit halt leider auch raus wegen der ganzen Vorbereitung. Ich muss, also was heißt ich muss? Ich werde dann noch bis zum Wochenende sehr wahrscheinlich noch ein weiteres Gewinnspiel für euch vorbereiten müssen. Ja, das sind halt alles so Sachen, die ich zurzeit zu tun habe. Also es ist eine ganze Menge, die ich zu tun habe. Und dazu kommt dann noch, dass ich ab morgen nicht da bin. Das macht das Ganze dann wieder ein bisschen stressiger. Aber okay, ich kriege das schon irgendwie hin. Deswegen seid mir da bitte nicht böse, wenn dann jetzt erstmal Sims sehr provisorisch kommt am Wochenende. Und ich hoffe, dass es dann ab Montag wieder ganz normal kommt. Und ja, dann können wir wieder glücklich sein. So, sie muss aufs Klo. Aber ich möchte, dass du das jetzt hier bitte noch fertig machst. Wo ist dein Problem? Warum kannst du das... Emma fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Ach Gott, Emma. Muss das denn sein? Ja, dann geh halt erstmal hier aufs Klo. Dann geh halt erstmal zur Toilette. Wenn du dich zu unwohl fühlst, um dies zu tun, dann tue dies nicht und geh zur Toilette. Genau. So, was machen eigentlich unsere Katzen? Die sind so still heute. Was ist denn los hier? Ah, da singt sie, unsere Lilly. Oje, irgendwas gammelt da im Kühlschrank vor sich rum anscheinend.
So, wir haben zwei gewöhnliche Tuning-Teile gefunden. Das finde ich super. Und ansonsten sind die echt alle sehr ruhig heute, ne? Mensch, was ist denn los mit euch, dass ihr so ruhig seid? Ich glaube, ich muss auch gleich mal hier den Napfeimer auffüllen. Das mache ich dann auch. Und das Bild können wir auch an den Sammler verkaufen. Aber erstmal zur Toilette. Wo bleibt sie denn? Ach, da kommt sie ja schon angerannt. Na, Gott sei Dank. Und dann können wir hier die Sachen ernten. Quatsch. Pflanzen, meine ich. Die lege ich schon mal hier so hin. Weil da können wir nämlich auf jeden Fall einen Kirschbaum pflanzen und einen Birnbaum. Was haben wir hier eigentlich? Kamikaze? Ratzekatze? Was haben wir hier? Tulpen? Diese komischen? Und Gänseblümchenstrauch? Okay, da haben wir Gänseblümchen, Tulpe, Kamikaze, Ratzekatze, diese komischen, da haben wir überhaupt nichts Neues. Doch, was ist das denn? Kraftkatzenminze, genau, das wollte ich auch noch einpflanzen. So, dann machen wir das doch mal eben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, einmal pflanzen hätte auch gereicht, aber ich mache es lieber so. So, und den Rest verkaufen wir jetzt einfach mal, dann kriegen wir richtig viel Geld hoffentlich dazu. Obwohl die Katzen, ja doch, das verkaufen wir auch alles hier. So, das verkaufen wir, das hier verkaufen wir. Ja Mensch, dann kriegen wir doch mal richtig viel Geld dazu. Na toll, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich sollte langsamer verkaufen. So, Ratzekatze oder wie auch immer das da heißt, haben wir auch. Und das hatten wir auch, genau. So, was bist du denn so launisch, Mensch? So, extrahieren, extrahieren, extrahieren. Und dann hier noch öffnen und öffnen. So. Und sie braucht Spaß, Hunger, Hygiene, alles. Was ist jetzt passiert? Emma kann jetzt Pflanzen düngen. Ah, okay, wir haben das alles schon geöffnet. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ja, du bist irgendwie ziemlich schlecht drauf. Ich würde sagen, du machst jetzt einfach mal ein Abendessen, genau. Mach mal Macaroni und Käse und dann müssen wir das aber sofort weglegen, sonst gehen die Katzen wieder da dran. Bewässern machen wir auch gleich noch. Und jetzt werde ich erstmal hier gucken. Das hier werde ich verkaufen. Na also, dann hier zweimal was Kaputtes. Wow, was ist denn mit dir los? Meine Güte, du bist aber auch launisch heute. Kann das sein? Ich bin so launisch. Und sie guckt überhaupt nicht, was sie da tut. So, wir haben 1180... Oh mein Gott, Mensch, Emma, was ist denn los mit dir? Wir haben 1180 Simoleons. Das ist doch super. Da können wir auf jeden Fall schon was mit anfangen. Wir könnten zum Beispiel unser Bett dann mal reparieren. 150 kostet das. Dann sind wir auch nicht mehr so sauer. Yay, 150 für ein neues Bett. Wuhu. So, und jetzt ganz schnell hier, bevor die Katzen alle angerannt kommen. So. Perfekt. Ja, da guckt ihr, ne? Jetzt gibt's hier nichts mehr. Mein leckeres Essen hier. Lecker, lecker, lecker. Was ist denn? Ach so. Wir gucken noch gar nicht. Ne, jetzt gucken wir Fernsehen. Sie hat sich erschrocken noch bevor das Essen, Quatsch, bevor der Fernseher an war, hat sie sich schon erschrocken. So. Ja, ansonsten geht es ja hier allen unseren Katzen gut. Die toben halt hier so rum. Lisa hat immer Spaß mit ihrer Fussel. Das ist schön. Und jetzt so langsam mauzen sie auch mal wieder ein bisschen. Das finde ich gut. Ach Mensch, unsere Katzen, sie sind so niedlich. So niedliche Katzen. Wieso guckst du Nachrichten? Guck dir doch wenigstens was anderes an, eine Romanze oder sowas. Na also, guck doch wenigstens etwas, was dir auch Spaß macht. Mensch, Mädel, was ist nur los mit dir? Oh, apropos, Fina, was ist los mit dir? Huch, ist schon wieder kaputt gemacht, das Spiel. Alles klar, ist doch noch nicht ganz kaputt, ist nur fast kaputt. Okay, wir fühlen uns wieder okay. Oh Gott, wieder immer schlafen drin, das ist so niedlich. So, aber der Spaß füllt sich immer noch nicht so wirklich, ne? Wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Katzenstab spielen gleich. Vielleicht bringt uns das ja auch ein bisschen Spaß.
Es wäre zumindest ganz cool, wenn das so wäre. Hä, Lisa steht immer noch hier rum mit ihrer Fussel im Mund. Was ist nur los mit dir? Keiner weiß es. So. Och, guck mal die beiden hier an. Ist ja süß. Wir können auch hier mit dem Katzenstab spielen. Genau, das machen wir. Wir spielen mit Lilly. Lilly, guck mal. Guck mal, ich habe einen Katzenstab. Macht uns das Spaß? Anscheinend nicht. Und Lilly macht es anscheinend auch keinen Spaß. Sie ignoriert uns einfach. Na, dann nehme ich halt eine andere Katze. Mit Katzenstab spielen. Ich will halt jetzt noch wissen, ob das Spaß macht für den Sim. Oh, du möchtest anscheinend mit dem Laserpointer spielen. Macht das jetzt Spaß oder macht das keinen Spaß? Also, okay, dem Sim macht es keinen Spaß. Alles klar, wissen wir Bescheid. Lisa hängt immer noch hier vor der Tür rum und weiß nichts mit sich anzufangen. Das macht Spaß. Ah, also Katzenstab ist scheiße, aber Laserpointer ist cool. Alles klar. Sehr schön, dann machen wir das nämlich jetzt hier mal eben. Das bringt sogar richtig viel Spaß. Meine Güte, wer hätte das gedacht? Und sozial bringt das mir auch noch. Das ist ja richtig cool. Das müssen wir öfters machen. Also wenn wir da mal wieder Spaß brauchen, einfach ein bisschen hier mit der Katze mit dem Laserpointer spielen. Und dann passt das schon. Wie schnell das jetzt hier ging. Wahnsinn. So, und dann können wir noch duschen gehen. Ach so, nee, wir müssen, bevor wir duschen gehen, mal eben noch bewässern. Und dann gehen wir eben duschen. Genau. Ja, Mensch, wie super. Sozial ist voll, Spaß ist voll. So muss das sein. Das ist doch richtig cool. Ja, komisch, dass man durch den Katzenstab nichts bekommt, also keinen Spaß dazu bekommt. Das ist dann schon ein bisschen komisch, aber gut. Laserpointer ist natürlich auch viel cooler, ne? Weil den hat man immer in der Tasche. So, dann gehen wir jetzt mal hier eben schnell ein bisschen gießen. Vor allem schnell gießen, ne? Na, ja, wir gießen mal schneller. So. Was ist denn hier? Ich dachte gerade, die dampfen, aber. Ah, nee. Wahrscheinlich war die Kamera so gut hingestellt, dass das halt so aussah, als wenn die Katzen da hinten stinken würden und nicht der Kühlschrank. Eieiei. So, dann werden wir mal noch eben duschen gehen. Und dann können wir schon wieder ins Bett gehen, ne? Vorher werde ich, glaube ich, hier dann noch die verdorbenen Sachen entfernen aus dem Kühlschrank, damit ihr nicht mehr so müffelt. Jäten können wir auch machen. Das machen wir dann aber erst am nächsten Morgen. Genau. Und im Moment sieht es ja auch ganz gut aus vom Geld her. Also von daher, das passt. So, oh, hier muss ich noch einen Napf auffüllen. Tierschüssel auffüllen. Das machen wir auch noch eben. Und dann haben wir das nämlich auch schön gemacht. Und dann gehen wir ins Bett. Juhu! Und dann können die Katzen wieder machen, was sie wollen. So spielen zum Beispiel. Sehr schön. Wie die miteinander spielen. Voll süß. Ach Mensch. Und Malu sitzt da oben. Hups, jetzt habe ich einen Screenshot aufgenommen. Das wollte ich nicht. Falsche Taste. Malu sitzt da oben auf dem Kühlschrank rum. Und dreht am Rad sozusagen. Sie dreht im Kreis. Sie dreht sich im Kreis. So, bist du bald mal fertig mit der Dusche? Also so ausgiebig musst du nun auch nicht duschen. Du sollst dich nicht dabei wohlfühlen, Mensch. Ach, guck mal, Lisa hat auch ihre Fussel hier wieder losgelassen. Das ist echt so ihr Teil, ne? So von Lisa. Das hat sie irgendwie jetzt, die ganze Zeit stand sie hier rum und hatte sie im Mund gehabt und hat sich damit nicht bewegt. Und jetzt hockt sie da oben und ist am Schlafen. Lisa und ihre Fussel. Ein Herz und eine Seele, sozusagen. So, noch eben hier die Näpfe auffüllen. Haben wir eigentlich schon ein neues Kochlevel? Nein, haben wir noch nicht.
Schade. Müssen wir auch mal irgendwie dran arbeiten, dass wir da ein bisschen was dazu bekommen an Kochlevel. Weil ich würde schon noch ganz gerne wissen. Ah, da kommen sie alle wieder. Guckt mal. Schlafen sie alle wieder hier. Das Katzenzimmer, ey. Also ich würde schon ganz gerne wissen, was man sonst noch so kochen kann. Ne? Für die Katzen halt, für die Tiere. Na, hast du mich geweckt? Über Aufwecken belehren? Watanini Nein, nein, nein. Darfst mich nicht aufwecken. Scheiben. So, Schnurhaar beruhigen. Genau, das machen wir auch noch. Gott, wie Mr. Mau da liegt. Mr. Malu. Malu ist da hinten. Aber wie Mr. Mau da liegt. Und er hat so einen dicken Bauch. Ich glaube, er ist echt eine dicke Katze, ne? Er ist halt ein gefräßiger Typ. Wir unterhalten uns erstmal mit der Katze. Ach Mensch, ist das schön. Aber ich frage mich trotzdem, wann die mal altern. Da bin ich echt drauf gespannt. Ich wünschte tatsächlich, man könnte das irgendwo noch so ein bisschen sehen. Also ich wünschte wirklich, es gäbe irgendwo eine Anzeige hier in dem Spiel, die mir sagen könnte, wann meine Katzen zur alten Katze werden, halt zur Senior-Katze. Das würde ich schon ganz gerne wissen. Aber leider, leider, leider kann man das nirgendwo sehen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil dadurch ist es natürlich auch so eine Überraschung. Wir wissen jetzt nicht, wie lange das jetzt hier dauern wird und wie lange das hier gehen wird, bis die Katzen altern. Aber wir könnten Emma ja auch mal einen Freund suchen. Was haltet ihr davon? Ich finde, das wäre eine schöne Idee. Dadurch, dass wir ja nicht wissen, wie lange die Katzen brauchen zum Altern. Vielleicht finden wir ja einen Katzenfreund. Oh mein Gott, das wär's doch. Lasst uns doch mal irgendwo hinfahren, oder? Aber wo könnten wir mal hinfahren? Und wir könnten auch unsere Katzen alle mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen die dann auch alle mit. Wir könnten. Oh, wir könnten eigentlich mal. Hier ist doch sogar ein Katzentreffpunkt, ne? Wartet mal. Grundstücksmerkmal. Nee, hier. In die Bar. Salzige Pfoten. Da ist ja sogar ein Katzentreffpunkt. Da könnten wir mal hinfahren und wir nehmen einfach alle unsere Katzen mit. Du bist aber nicht meine Katze. So. Ja, dann fahren wir da mal hin, ne? Dann fahren wir da mal hin und dann, ja, können wir mal gucken, was da so ist. Beziehungsweise ich muss dann leider auch erstmal einen Cut machen. Aber das ist ja nicht so schlimm, dann haben wir nämlich noch Spaß für den nächsten Part, hoffe ich. Trotzdem bin ich ein bisschen neugierig, also ich will jetzt erst noch gucken. Und vielleicht finden wir ja so einen Katzenliebhaber, einen Typen, der dann mit uns ausgehen möchte oder so. Und dann kriegt Emma einen Freund. Yay! Heiraten kann sie ihn zwar nicht, ne? Weil der Haushalt ist voll und so. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Naja, gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich habe alles kaputt gemacht. Nein, doch nicht. Vielleicht doch. Ich bin mir noch nicht so sicher. Nein, es funktioniert doch wieder. Woohoo! Okay, meine Lieben. Aber bevor ich das Spiel denn jetzt ganz kaputt mache, werde ich erst einmal hier an dieser Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin, tschüssi!